Hallo liebe Zuschauer, dieses Video betrifft einen Profi-Tipp für diejenigen von Ihnen, die Odoo recht häufig verwenden und etwas für länger verwenden. Sie kennen bestimmt die E-Mail-Vorlagen. Sie wissen, dass E-Mail-Vorlagen dynamische Platzhalter enthalten können, zum Beispiel eine Vorname, eine Nachname, ein Rechnungsbetrag, eine Rechnungsnummer, alle solche Datensätze, die operativ dynamisch sind. Sie wissen, das sind E-Mail-Templates, die eingebettet werden können. Und früher, in älteren Versionen als Version 16, also das heißt, dieses Tipp ist für Odoo Version 16, zukünftige Versionen, wo sie die dynamische Platzhalter überhaupt finden, hat sich geändert. Das zeige ich Ihnen anhand dieses Beispiels. Schauen wir mal jetzt auf die E-Mail-Vorlagen. Wo finden Sie die E-Mail-Vorlagen? Sie finden die E-Mail-Vorlagen einfach unter Ihrem Debug-Menü, im Debug-Stadium, unter die technische Menü und schauen Sie einfach unter E-Mail-Vorlagen. Und wir nehmen als Beispiel, also gruppieren Sie das doch nach Modell und dann können Sie die Kontakte nehmen, etwas einfacher Beispiel. Und Sie möchten einfach den Namen von den Kontakten hinzufügen. Also wie Sie sehen, also es gibt ein paar Vorlagen, die mit dem Software hinzugefügt sind, also in Standardversion auch, weil ich zeige Ihnen trotzdem, wie Sie dynamische Platzhalter. In älteren Versionen hätten Sie eine vierte Tab hier gefunden, heutzutage gibt es die nicht. Stattdessen können Sie mit einem Slash und Dynamic Placeholder oder dynamische Platzhalter den Menü hervorrufen. Also Sie nehmen am liebsten der Keyboard-Kürzel und dann suchen Sie doch Namen von den Kontakt und das nochmal per Tastatur und einmal noch einmal. Also wenn Sie Ihre Variablen bzw. dynamische Platzhalter testen möchten, Sie können doch die Vorschaufunktion verwenden. Sie nehmen einfach die Sprache, die richtige Sprache und Sie sehen, dass der Name ist hier ausgefüllt. Also so einfach ist es, in neueren Versionen von Odoo Ihre E-Mail-Templates mit dynamischen Platzhaltern auszustatten. Ich hoffe, das Tipp ist für Sie nützlich und interessant und wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Odoo-Software und wir stehen Ihnen zur Verfügung, falls Sie Hilfe benötigen. Schönen Abend.